Okay, da sind wir jetzt wieder. Ich habe jetzt nochmal in Marukis Palast angefangen. Ich habe mir jetzt auch nochmal was angeschaut. Also man kann die alle später machen. Das ist nicht so, dass die dann nimmer auftauchen. Ich habe hier eine Seite auch, die wo halt einem... Das ist dieser Guide, der wo einem eigentlich sagt, wie man es machen soll, damit man perfekte Ende kriegt, damit man es perfekt alles hochbekommt bis zum Ende. Ich will den eigentlich gar nicht benutzen. Aber ich würde halt auch ungern was verpassen. Das ist halt momentan echt ein Problem. Und da habe ich jetzt dann aber auch gesehen, in dem Guide, wird halt die ganze Zeit. Ich habe mir nur im Prinzip geschaut, ich habe nur geschaut, wie der die auflevelt. Er macht halt wirklich alles mit der Summiere erst. Und am Sonntag, wo sie dann nicht da ist, wird halt dann die Futterbar gemacht. Genauso wie ich es mir schon fast gedacht hatte. Und ansonsten kannst du eigentlich alles mit der Summiere machen und dann halt mit die anderen. Natürlich ist es schön, wenn man das selber jetzt herausfinden würde, aber wir haben nur begrenzt Zeit. Und das ist halt echt ein Problem. Aber es ist gut zu wissen, dass wir die anderen ignorieren können. Also, für den Anfang. Und uns wirklich erstmal um den Charakter kümmern können, wo wir schon die ganze Zeit mehr wissen wollten. So, go. Scheint sie glücklich zu sein, bla bla bla. Machen wir was zusammen. Danke, Nachfrage. Lass uns heute ausspannen. Ich habe gerade mein Bestes. Ich hätte gerne ein Spezialtraining beim Coach von meinem Club. Problem geht, dreht sich um ein ganz spezielles Boxtraining. Gegen Stress und ist öffentlich zugänglich. Du kannst gerne mitkommen, wenn du magst. Ich glaube, man kann jetzt sowieso. Jedes Mal, wenn man mit dir zusammengeht, kriegt man automatisch dann. Kommt mal weiter. Sieht aus, verbringst du Zeit mit Sumire? Zeit mit dir verbringen. Wirklich, vielen Dank. Nach meinem Unterricht stelle ich dir Coach Hiraguchi-san vor. Sie ist wirklich unglaublich. Sie hat sich seit unserer Kindheit um Kasumi und mich gekümmert. Gehen wir los. Kasumi hat mir mehrere Male durch dieses besondere Training geholfen. Nach einer Weile wird es hart, deine Glieder werden schwerer, je länger du sie hochhältst. Wann immer wir das gemacht haben, konnte ich nur daran denken, wie gut Kasumi war und wie sehr ich aufhören wollte. Kasumi war vermutlich von mir enttäuscht, ich war so schnell erschöpft. Wer weiß. Sie hat es nie gesagt, aber zumindest ich war immer von mir enttäuscht. Kasumi hat nie an sich gezweifelt, ich hingegen. Oh, mein Coach müsste bald auftauchen, ich bin etwas nervös. Macht sie einem Angst? Das könnte man so sagen, sie macht es uns nicht leicht, aber sie ist eine tolle Mentorin. Sie hat Kasumi mir schon seit langem geholfen. Selbst mit einem dämlichen Wahnvorstellung als Kasumi hat sie mir geholfen, ohne sie wäre ich verloren. Oh, die schaut. Ist das die Ada Wong aus Resident Evil? Hallo Coach Hiraguchi. Sumire. Die schaut echt ein bisschen danach aus, ne? Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber du wirkst wieder ganz wie früher. Ja, tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereitet habe. Und ich bin vor dem weggelaufen, was mit meiner Schwester passiert ist. Du weißt es also. Geht es dir jetzt gut? Ich bin noch nicht ganz wieder ich selbst, aber ich arbeite auf ein neues Ziel hin. Ich möchte die beste Turnerin der Welt sein. Ich werde jetzt mein Bestes als Sumire geben. Ich verstehe. Übrigens, wer ist das? Oh, das ist mein Senpai aus der Schule. Wir sind beide wegen des Trainings hier. Oh, du bist also... Na schön, du zuerst, Sumire. Du kannst mit einer Kombination beginnen. Ja, Mem. Sie hat ein paar krasse Moves drauf. Das war unglaublich schnell. Diese aggressiven Bewegungen hat sie echt drauf. Sie ist wirklich wie ihre Schwester. Okay, du kannst eine Pause machen. Später mehr davon. Puh, vielen Dank. Coach Hiraguchi, danke für deine Hilfe heute. Also, wie war ich? Ich habe versucht, richtig viel Power in diese Kombination zu packen. Oh oh. Du meinst, du würdest diesmal Sumire turnen, aber das habe ich überhaupt nicht gesehen. Alles, was ich da gesehen habe, hat nach Kasumi ausgesehen oder nach ihrem Schatten. Was? Kasumi hat ihre Darstellung durch ihren Mut definiert, aber das kannst du nicht für dich beanspruchen. Es wurde aus ihrer Energie geboren, das hat sie zu der Person gemacht, die sie war. Du solltest darüber nachdenken, wer du wirklich bist. Scheint so, als verstehst du es immer noch nicht. Du musst aufhören, dich hinter Kasumi zu verstecken. Wenn du das weiterhin leugnest, wie kannst du dich dann immer noch ihre Rivalin nennen? Was soll das bitte? Ich wollte das nie betonen, aber Kasumi war sehr ehrgeizig. Sie konnte es nicht ausstehen zu verlieren. Sie sagte mir immer, sie war neidisch auf ihre kleine Schwester mit ihrem grazilen Anmut. Sie wollte nicht gegen dich verlieren. Das hat sie gesagt?
Das ist unmöglich. Kasumi konnte alles und ich war ein Nichts. Mehr wollte ich ohnehin nicht loswerden, aber am besten denkst du noch weiter darüber nach. Okay, du bist dran. Mach dich bereit. Oh oh. Geht's dir gut? Danke, aber es geht schon. Sie war von deinen körperlichen Fähigkeiten sehr beeindruckt. Aber im Vergleich zu dir war ich erbärmlich. Oh, vergleich dich jetzt mit mir. Ich anmutig. Ich schätze, das ist die einzige Sache, für die meine Coach mich je gelobt hat. Aber selbst damit kann ich nicht an Kasumis Turnübungen ran. Und jetzt meinte sie, Kasumi sah mich als ihre Rivalin. Ich glaub's nicht. Ich habe sie doch nur nachgeahmt. Schon von Anfang an bin ich nur Kasumi gefolgt. Das war am Anfang okay. Ich war gern bei Kasumi. Ich hatte Spaß. Aber als sie mir aufgefallen ist, dass sich unsere Turnutensilien unterscheiden, war eins ganz klar. Ich werde nie so toll sein wie Kasumi. Ich bin also einfach nutzlos. Das stimmt nicht. Danke für deine Worte, du bist sehr nett, Senpai. Aber als der Coach mir erzählte, was Kasumi zu ihr gesagt hat, ist mir etwas aufgefallen. Genauso wie sie mir zeigen wollte, was sie kann, will ich selbst sehen, was ich auf dem Kasten habe. Erinnerst du dich dran, wie ich in den Schlagkäfig versucht habe, dich zu beeindrucken? Oh, vielleicht soll ich diese Sache nachgehen. Vielleicht verhilft mir dieses Gefühl zu mehr Selbstvertrauen. Offenbar mochte sogar Kasumi meine filigranen Bewegungen. Wenn ich sie also mit ihrem aggressiven Stil mische, das wäre wie ein Duett. Nicht wahr? Vielleicht kann ich meine Übungen steigern. Wenn es darum geht, dir zu zeigen, was ich kann, dann solltest du mir einfach nur zusehen. Senpai, gehst du wieder mit mir aus? Natürlich. Noch ein Liebesgeständnis. Das müssen wir machen. Machen wir das? Ja, komm. Ich meine, damit ich hatte nur gehofft, du wirst mir helfen und... Moment, Senpai, spielst du nur mit mir? Ah! Aber ich hoffe, du weißt, dass ich immer auf dich verlasse. Tieferes Vertrauensbindung zu mir. Die Reaktion war der Hammer. Horizon-Heilung. Yoshi. Ich überlege, was ich noch machen kann. Wenn ich es weiß, sage ich dir Bescheid. Oh, jetzt ist schon spät. Gehen wir. Oh, das war schön. Danke so viel, das Training hat sich meine Ausdauer für. Yoshi. Vielen Dank für heute. Bis zum nächsten Mal. Oh, Senpai, danke, dass du heute mitgekommen bist. Coach Hiraguchi ist so streng, oder? Sie hat dich voll in die Mangel genommen. Sie hat Kasumi und mich immer hart arbeiten lassen. Sie war so streng, dass ich ab und zu weinen musste. Aber Kasumi meinte, dass sie so streng mit uns war, weil sie unser Potenzial erkannt hat. Nur weil Kasumi mich mit ihrem ganzen Kraft unterstützt hat, habe ich nicht aufgegeben. Ich hatte nie das Gefühl, dass es dir schwerfällt. Du musst ebenso stark sein wie sie. Wahnsinn. Ich liebe eine gute Herausforderung. Oh, ich verstehe. Also lässt du dich vom Kampf antreiben. Ich wünschte, ich könnte das auch. Ich kann aber nicht vergessen, was sie gesagt hat. Meine eigene Energie. Ich bin die Einzige, die diese Antwort finden kann. Aber ich werde mein Bestes geben. Jetzt würde ich erstmal sagen, lass uns später sprechen. Die Reaktion vor ihr, die war so geil. Die ist ja schon fast geplatzt oben. Da war ja das Gesicht so rot wie ihre Haare. Unsere Gespräche mit Kunden. Warte mal, das hatten wir schon. Ich find's krass, wie schnell das geht, wenn man das selber mal so drrrt. Also was können wir machen? Es gibt nur Iwai und die Kawakami. Ifumi brauchen wir nicht. Ja, aber mit dem Iwai, wir schaffen das. Weil wir bräuchten eigentlich für eine Challenge für abends, ne? Aber der Iwai ist nicht immer da. Der Politiker taucht wahrscheinlich gar nicht mehr auf. Ich muss ehrlich sein, ich würde ungern meine Zeit mit ihm verschwenden. Pff, komm, machen wir's. Wir können ja vor allem das mit dem Soft-Air-Shop können wir ja durch schnell machen. Ich bin gut gelaunt, ich war da schon beim Zusehen verrückt. Was bist du heute? Ich möchte arbeiten. Ein Medium abhängen. Keine schlechte Idee, los, wir schauen uns zusammen an. Wieso lade ich ihn in den Park ein? Nicht schlecht, man ist schnell hier und mitten in der Natur. Ja, das passt. Danke, dass du mir davon erzählt hast. Was hast du vor? Weißt du. Jemand entspannt, der gerade die Aufnahmeprüfung für die Oberschule macht. Ich danke dir jedenfalls. Und was unser Deal angeht, ich bin weiterhin flexibler. Weißt du dich als nützlich, ja?
Das ist ja Natur pur. Tagsüber muss sie echt ruhig sein, aber an Orten wie diesen ist die Wahrscheinlichkeit, Ärger zu kriegen, am höchsten. Sei also vorsichtig. Ich weiß noch, wie er mit sowas gespielt hat, aber es war eine Ente, glaube ich. Du sollst es jedenfalls behalten für die Zukunft. Ich habe Schwanenbrot bekommen. Das ist nicht mehr Vergnügen bereitet. Was nützlich ist. Bestimmt kein Lippenstift. Na, es bringt immer noch nichts, ne? Ich müsste mehr Punkte haben, damit ich dann nochmal ein Level hochbringe. Schon irgendwie arschig. So, die Futterball ist jetzt dann die nächste und ab da geht's dann wieder normal weiter, ohne es beschleunigen. Wo ist die eigentlich? Ah ja, stimmt, die gammelt ja immer vor dem Ding rum. Aber ich finde es schön, dass sie jetzt uns vor der Kasumi die ganzen Charaktere vorstellen. Das gefällt mir echt. Weil sie halt. Weil das sind halt alles Charaktere, wie du vorher immer nur gehört hast, ja, die sind wichtig für sie. Hast du gerade Zeit? Ich will mit dir über etwas reden, es ist sehr wichtig. Futterba scheint mir irgendwas Wichtiges mitteilen zu wollen. Das scheint ernst zu sein. Sie machen ein wenig Zeit mit Futterba verbringen, mit dir abhängen. Danke, dann kommen wir denn mal zu. Halt, warte, kannst du etwas später kommen rein? Ich lasse meine Tür dann offen, also komm ruhig rein. Futterba ist schnell nach Hause gegangen. Sie ist jetzt bestimmt in Ordnung. Oh, okay. Ren? Du kannst reinkommen. Was ist los? Okay. Tut mir leid, dass ich dich herbestellt habe. Stimmt was nicht? Ich möchte dir etwas erzählen über... Also... Warum geht's? Es geht um dich und mich. Ich habe mir selbst versprochen, dass ich jederzeit für dich da sein werde. Aber dann... Aber du hilfst jetzt. Ja, ich werde uns helfen, zurückzuschlagen. Ich bin Teil der Phantomliebe, oder? Mir geht's genauso wie den anderen. Naja, ja, ich will diese Realität nicht akzeptieren. Das stimmt alles, aber... Es ist nicht real, das weiß ich. Aber ich wollte meine Mutter wiedersehen, deswegen war es okay. Ich bin so egoistisch und hab nur daran gedacht, was ich will. Du bist sauer, ich weiß es, und es tut mir so leid. Ich bin nicht sauer. Lüg mich nicht an, du bist sauer auf mich, geht gar nicht anders. Warum solltest du es nicht sein? Ich hab dich verraten, kapierst du das nicht? Du hast mich nicht hintergangen. Sorry, Schätze, ich bin ein wenig ausgeflippt. Darüber wollte ich nicht mal reden, ich wollte einfach jedenfalls was anderes hören. Ist es in Ordnung, wenn ich das so sage? Also, Dr. Marius, Realität ist nicht zu 100% Illusion, oder? Stimmt. Das heißt, dass ich meine Mutter wirklich gesehen habe. Sie war so lieb. Du bist dir wirklich sehr ähnlich. Glaubst du? Es macht mich glücklich, das zu hören, auf eine schräge Art und Weise. Aber was zählt ist, ich werde nicht bei ihr bleiben können. Ich weiß, naja, ich weiß jetzt, dass sich das alles in meinem Kopf abspielt. Aber ich wollte mit ihr reden und shoppen gehen und so. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit ihr. Aber wir können nicht einfach abhängig von Dr. Marukis Realität leben, nicht wahr? Auch wenn ich meine Mama nicht mehr sehen werde. Wenn ich weiterhin hart arbeite und nach vorne schaue, wie ich es in unserer Realität gemacht habe, dann glaube ich, wäre sie stolz auf mich. Du magst das toll, Futterba. ja, danke. Das werde ich also tun. Wenn Mama sehen könnte, dass ich so hart arbeite und Teil der Gruppe bin, wäre sie so glücklich. Stimmt. Ich habe viel nachgedacht und mich gefragt, wie ich von meiner Mutter gesehen werden würde. Jetzt weiß ich es. Ich weiß es jetzt. Ich will jemand sein, der nach vorne schaut und sich immer weiterentwickelt. Diesmal werde ich alles tun, was ich kann, um dich zu beschützen. Alle anderen auch. Lass uns also unsere eigene Realität zurückholen. Die Realität, in der wir alles meistern können, solange wir füreinander da sind. Die Realität, die mir meine Mama gab. Ich bin gespannt, wie ihr es ausschaut. Alter! Ein krasses Raumschiff! Irgendwie erinnert mich das aus. Was ist das für eine Kraft? Ich wusste nicht, dass das noch in mir steckt. Prometheus hat sich in Al-Asif verwandelt. Danke, dass du dir das alles angehört hast. Ich fühle mich jetzt viel besser. Meister Futterba ist wieder vollkommen gesund und macht dich bereit für eine perfekte Navigation.
Eine mutige Behauptung, Meister Futterer. Was soll ich sagen? Ich bin die Tochter meiner Mutter. In Zukunft werde ich dich noch viel mehr tilzen. Also, sorry schon mal und danke. Bis dann. Unendlicher Plan, ultimative Unterstützung. Unterstützung, da Verbündeten stärkt, Halt kann den Kampf auslösen. Mächtige Angriffe können alle Gegner besiegen und die TP aller Verbündeten ganz heilen. What? Sofort Gegner killen und alle heilen. Finde ich geil. So, heute ist nichts los, ne? Mit dem Social können wir eh nichts machen. Chihaya haben wir durch. Iwai können wir immer noch nicht hoch. Wir ignorieren den Iwai, das geht mir voll auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. Aber wir könnten mal shoppen gehen. Und uns Waffen kaufen. Weil die sind eigentlich noch relativ schwach, was ich habe, ne? Ich möchte einkaufen. Alter, was hat mich am Verkaufen? Ja, fuck, Alter. Nahkampfwaffen. Alter! Von 210 auf 316. Heilige Scheiße. Kaufen. Ja, nimm den Scheiß. Letzter Hammer, 320 auf 270. Vertikalklinge. Nein, die 30 sind es mir nicht wert. Tenichi Monchi. Meister. Auch wenn es schade ist. Kreuzritter. Ne, lassen wir auch. Guillotinensäbel. Ne, der kann seinen auch behalten. Sirabog. Alter, das ist sogar schwächer. So, und jetzt hat er noch Fernkampfwaffen. Ren. Die ist sogar stärker ohne Upgrade, ne? Voll auf, warte mal. Inverterte Feuerkammer verringert Angriff auf Kugeln und Kugeln. Hä? Achso, effektstarkes Brennen. Nee, Alter, immer volle Power drauf. Umkehr. Falke. Star Edge. Alter, 390. Unbegrenzt. Rote 5. Das ist Nakeshi seine, ne? Ah ne, der kriegt keine neue. Gelbes Mädchen. Hellstrahlende Modellwaffe. Naja, kaufen wir trotzdem Scheiß drauf. Warte mal, Akeshi. Können wir das einfach upgraden? Anpassen. Akeshi. Mauser. Starkes Brennen, starker Schock, starkes Einfrieren. Wie schaut's mit dem Schutz aus? Da wär's mehr, da wär's mehr. Geht. Akeshi braucht was Neues. Sumire Pass, Union Kleid. Oh Gott, ich Idiot, ich hab doch Sachen gehabt. Ja, egal. Verkaufen, Nahkampfwaffen. Nein, ich verkaufe schon wieder die Kokadanas, Alter. Aber ich verstehe nicht, warum die überhaupt da drin sind. Schutz. Ich habe auch nichts irgendwie, wo du sagen kannst.
Alte Weste. Ich stelle abgewetzte Leopardenmusterweste. Achso, ich habe nur eine. Reines Halsband, göttliche Strumpfhosen. Drachenschuppenschal, Bodenlos-Sündige Bikini. 311. Nachdem sich jeder umdreht. Plus 50 SP? Sündiger Bikini. Lustige Männerrüstung. Das sind jetzt die anderen Dinger, ne? Glücksspielhemd. Glück plus 5. Körperliche Abwehr schwach. Ausrüsten. Die Sumire können's brauchen, ne? Schutzweste des Lebens, sündige. Hört sich komisch an, aber es lass. Aber das Ausweichen ist auch groß, Alter. Weste des Lebens, wunderbar. Drachenschuppenschal. Körperlicher Schaden mindern. Plus 50 TP. Weste des Lebens. Ja, dann können wir da Futterbares geben. Könnten wir eigentlich echt ins Le Blanche gehen und unser TP nochmal erhöhen? Trainieren? Der Abend wird jetzt dann wahrscheinlich aus Trainieren bestehen und tagsüber dann halt aus. Nein, nicht nehmen. Scheiß auf Proteinshake. Das ist so eine Verschwendung, ey. Und umso mehr TP wir haben, umso besser, oder? Ja. Rein kalt wie immer, was? Das gehört wohl zum Charme des Winters. Die Luft ist so rein und erfrischend. Plötzlich ist alles so eigenartig klar. Als ob jemand plötzlich den Fokus schärfer gestellt hätte in uns und über uns hinaus. Geht's dir gut? Ich frag mich, ich... Es eilt nicht, aber sehen wir uns später nochmal, nur wenn du Zeit hast. Danke, wir sehen uns später. Reden wir mit ihm. Nein. Wir machen wow hier weiter. 2 Millionen Yen zu haben war schon echt geil. Ich bedenke es nicht, du hast recht. Danke der Nachfrage, Sam. Lass uns heute anders spannen. Sam, bei mir ist etwas aufgefallen. Wenn ich diese Verwegenheit erkunden will, muss ich etwas an meiner Einstellung ändern. Also habe ich mir gedacht, du könntest mir vielleicht zusehen. Ist heute irgendwas vor? Zeit mit dir verbringen. Vielen Dank, Em. Können wir uns im Laden in Shibuya treffen? Ich möchte dir etwas zeigen. Ich gehe mich vorbereiten. Entschuldige mich bitte. Bis gleich. Hä? Oh, das ist... Steht dir extrem gut. Du wolltest ja, dass die Leute auf dich aufmerksam werden, also habe ich was Wildes und Auffälliges zusammengestellt. Ist das Sumire? Wow, hier kennen mich kaum wieder. Die Energie des Fleischfressers und die Sanftmut eines Pflanzenfressers mit der Savannenstil fällt man auf. What? Verstehe, ich schätze, eine ausgeglichene Ernährung ist schon wichtig. Oh, Ren-Senpai, ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich wollte dich überraschen, also bin ich etwas früher gekommen, um mich umzuziehen. Ich habe das mit Hilfe der Angestellten zusammengestellt. Wie findest du es? Aufmerksamkeit kriege ich in diesem Outfit mehr als genug. Die Leute starren mich regelrecht an. Das ist, als würde ich meinen eigenen Stil präsentieren, oder? Sieh dich an. Oh, du magst es nicht? Ich fand das ein ziemlich cooles Outfit.
Naja, ehrlich gesagt habe ich schon gesehen, dass da was nicht ganz passt. Ich meine, das ist ein Leopardenmuster, aber es könnte auch genauso gut ein Mutantengiraffe sein. Ich sollte mich umziehen. Ich dachte, das könnte mir helfen, Antworten zu finden, aber schätze, ich bin zu planlos rangegangen. Wieder einmal habe ich es falsch interpretiert und nichts erreicht. Typisch Sumire. Als ich nach einer Brille für meinen Vater suchte, war das nicht so. Ich habe das Gefühl, mir geht es viel schlechter verglichen mit der Zeit, als ich dachte, ich wäre Kasumi. Ich weiß nicht mal, ob ich es wert bin anzugeben, geschweige denn, wie man es macht. Ich bin für dich da. Hast recht, ich hab dich, Senpai. Ich muss sicher gehen, dass du mein wahres Ich siehst. Okay, ich habe keine Zeit, mich in meinen Gedanken zu verlieren. Ich werde ein Outfit finden, mit dem ich allen mein wahres Ich zeigen kann. Aber trotzdem, schau dir an, wie viele Style es gibt. Warum hat dieser Pulli ein Loch und wohin führt dieser Faden? Was soll ich jetzt machen? Das ist wesentlich härter, als ich dachte. Das ist es nicht. All diese Klamotten sind sehr stylisch, aber ich weiß nicht, ob ich mich wirklich darin zeigen will. Wie möchte ich gesehen werden? Oder wie soll mich der Senpai sehen? Senpai. Du weißt, dass ich neben dran stehe, ne? Was ist denn? Wieso stamm ich nicht an? Was, ich darf dich nicht ansehen? Das ist es nicht nur. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückstarren würdest. Oh, okay, klar. Vielleicht sollte es nicht so einseitig sein. Wenn ich andere Aufmerksamkeit schenke, bekomme ich selbstbestimmt ein Gegenzug auch Aufmerksamkeit. Ich kann dich gut verstehen. Oh. Ich glaube, ich probiere das mal an. Ja, na also, geht doch. Tut mir leid, dass du warten musstest, Ren-Senpai. Was meinst du? Ich bin verliebt. Du siehst süß aus, sieht toll aus. Alter, wir müssen das nehmen. Siehst echt süß aus. Ja, komm schon. Es muss einfach, ich meine, die können einfach zusammen. Aber was? Hast du gerade wirklich das gesagt, was ich gehört habe? Du bist verliebt? Ja. Das Outfit, oder? Du bist ja das Outfit verliebt. Keine Sorge, ich verstehe das. Sorry, ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast. Ich war einfach nicht bereit. Also mein Herz war es nicht, deswegen nicht. Warte kurz, ich muss mich beruhigen. Okay, tief einatmen und ausatmen. Puh. Es macht mich glücklich, das zu hören. Danke dafür, dass ich dir einen Teil von mir zeigen konnte. Ich habe mich entschieden. Könntest du kurz hier warten? Ich muss was kaufen. Ich bin so froh, dass ich hier was Gutes gefunden habe. Hast du eine Antwort? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das eine Antwort nennen würde, aber dank dir ist mir etwas klar geworden. Als ich das Teil zum ersten Mal gesehen habe, war ich sofort in es verliebt. Und es ist ein wenig peinlich, das zu sagen, aber mein erster Gedanke war, dass ich es kaum erwarten konnte, dass du mich daran siehst. Ich frage mich, was für ein Gesicht du machst oder wie du reagieren würdest. Ich wollte diese Seite an dir sehen. Oh, das sollte jetzt nicht seltsam klingen. Ich wollte nur vor dir angeben, schätze ich, und dich zu sehen und gesehen werden. Um dich zu sehen und gesehen zu werden. Je mehr ich darüber nachdenke, gedacht habe, desto wichtiger wurde dieses Gefühl. Und dann realisierte ich plötzlich, dass ich nicht mehr nervös war. Verstehe. Ich war schon immer ziemlich schlecht darin, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich meine, Kasumi hat ohnehin immer die richtigen für mich getroffen. Ich wusste ja nicht, dass es sich so gut anfühlt, selbst Entscheidungen zu fällen. Deshalb musste ich nie selbst etwas für mich aussuchen. Das hat auch niemand von mir erwartet. Aber heute habe ich etwas ausgesucht, weil es mir gefällt. Und ich war mir dabei sicher. Auch wenn es dir nicht gefiel, ich glaube nicht, dass das meine Meinung dazu ändern würde. Genauso sollte es sein. Ja, das glaube ich auch. Ist es das, was der Coach meinte, dass Kasumi wollte, dass ich verstehe, wie sie sich fühlt? Wenn das stimmt, dann dachte sie wirklich, ich wäre... Naja, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich denke, solange du mich unterstützt, geht's mir gut. Ich spüre starkes Vertrauen bei Sumire. Und 8, aushalten. Yoshi. Es ist echt schade, dass da nicht noch mehr mit ihr im Spiel passiert. Also, dass wir jetzt eigentlich nur noch diese Tage haben. Und dann müssen wir halt schon was anderes machen. Wir sollten jetzt nach Hause gehen. Danke, dass du heute mitgekommen bist. Oh, sollten wir das nächste Mal Kleidung für dich einkaufen gehen? Du könntest das Savannen-Sample anprobieren. Vermutlich steht es dir sogar besser als mir. Nein, lieber nicht. Mutantengiraffe. Ich sag nur Mutantengiraffe.
Wir sehen uns. Danke, dass du heute mit mir shoppen gegangen bist. Dank dir habe ich etwas gefunden, was ich wirklich mag. Oh, wenn ich es so sage, ist es mir sogar ein bisschen peinlich. Übrigens, wo kaufst du deine Klamotten einzeln bei? Im Software-Shop. Secondhand-Laden. Online. Verstehe, naja, im Internet shoppen ist auf jeden Fall bequem. Machst du dir keine Sorgen? Die Kleidung sieht in echt immer anders aus als auf den Fotos. Ich würde sehr gern hören, was du denkst, wenn du dir das aussuchst. Es macht so Spaß, Klamotten auszusuchen, nicht wahr? Das, was ich heute gekauft habe, ist so schön. Fast so schön, um es tatsächlich zu tragen. Bisschen paradox. Immerhin will ich ja, dass die Leute mich daran sehen. Haha. Oh, schätze ich, lass dich besser gehen. Wir reden später. Okay. Jetzt kommt am nächsten Tag wahrscheinlich die Haru auf mich zu. Stimmt's? Willkommen zurück. Ja, das Ende war ziemlich ereignisreich. Achte darauf, dass du deine Freunde gut behandelst.